So, Kinas, es ist angerichtet. Wir fahren los. Erstmal noch ein paar Keksdose, Plätzchendosen hier verteilen, die wir haben in der Umgebung. Ja, aber nur die Person morgen abreist. Genau, und dann gehen wir ins Gartencenter und gucken nach Blumen für den Winterbalkon. Herbstbalkon, Herbst ist eigentlich. Ne, aber hier Winterbalkon wird jetzt dann endlich final die Woche hoffentlich eingerichtet. Morgen. So, die erste Adresse hier, der Tom Baumarkt. Hier haben wir mal ein super Gartencenter. Und da wollen wir doch erstmal ein Waage ziehen. Also Erde müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir das schon mal finden, klasse. Ich bin nicht so überzeugt, dass jetzt noch irgendwie... Ah, shit. Geht ja noch nicht. So, was ist der Plan hier genau? Ich weiß selber nicht. Irgendwie haben wir schon alles zusammen, bis auf die Erde, ne? Hä? Eigentlich haben wir alles, bis auf die Erde. Nee, noch nicht. Ne? Und vielleicht gibt es hier ein Angebot, weil meine Sense ist ja am Arsch gegangen. Keine Ahnung warum, bis jetzt noch nicht gewusst, herausgefunden, wieso, weshalb, warum. Weil ich weiß gar nicht. Wann werden so Sachen eigentlich reduziert? Saison ist ja eigentlich vorbei. So, Hecke schäbt euch eigentlich auch. Was man alles braucht, wenn man älter wird. Das wäre das Richtige, ne? Damit hast du ja richtig Power, auch in der Hecke, ne? Ja. Gucken, was die Blumen machen. Der Balkon ist wichtiger. Ja. Da sind wir ja dabei bei sowas. Ja. So, hiervon habe ich uns auch noch einen Sack mit aufgebockt, weil immer wenn du es brauchst, ist es nicht verfügbar. Ne? Naja, man merkt, ich werde alt. Ne? So, Blume Erd. Ich glaube, das war die hier. Die war sehr zuverlässig. Oder? Ich glaube, die haben wir benutzt. Was haben wir da noch? Pflanzenerde. Nee, Rinde brauchen wir auch nicht. Obwohl, ich habe mir eigentlich mal gedacht, einen Teil vom Garten mit Rindemulch alles auszulegen. Also mit dem Vlies und Rindemulch. Dass man da keinen Wuchs mehr hat. Großartig. Ne, ich nehme wieder die hier da hinten. Ich denke, mit zwei Stück kommen wir dicker aus. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen was sogar übrig bleibt, aber vielleicht fällt uns noch was ein, was man damit noch besticken könnte. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt alles haben und nicht nochmal hierher fahren müssen. Ich habe mir ja diesen Stern hier geholt. Gefühlter Stern von Bethlehem. Ja. Den baue ich jetzt gerade zusammen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, da habe ich schon zu wenig Abstand genommen. Ja. So, du stehst da jetzt. Ja gut, testen kann ich jetzt halt eben nicht, ne? Weil die Handwerker da sind, Elektriker. Der hat Elektrik draußen gemacht, Schaltkasten, Sicherungskasten. Aber ja, ich glaube, das ist, was war die Abmaße? Ich glaube, 1,50 Meter oder sowas. So, der Plan, die ganzen Sommersachen vom Balkon hier einmal schön sortiert. Hier alles fein säuberlich in Kartons. Und ja. Also muss schon sagen, da ist einiges noch zu machen. Ja. Die Buddhas und den Korgi von Staub befreit mäßig. Und Spinnewege. Ja. Und so weiter und so fort. Die hier schneide ich ab, weil die überwintern wir. Das ist Falscher Jasmin Solanum. Die überwintern wir im Keller. Und die da hinten, die Myrrhe. So, ein Großteil der Blumen haben wir jetzt unten im Keller zum Überwintern. Dann heißt es eigentlich nur noch, hoch und runter, hoch und runter. Dann heißt es eigentlich nur noch
Ja, saugen, wischen, wischen, saugen. Ne? Und halt eben Spinnewebe beseitigen. Mensch, das ist zu eng, die Blume aufeinander, oder? So ein heilloses Chaos. Viel zu dunkel jetzt. Machen wir morgen weiter. Ja, so, und heute ein bisschen Endspurt. Drüben schon leer gemacht, die Box. Das sind die ganzen Sitzauflagen jetzt zum Trocknen. Und ja, ansonsten heißt ja alles oberflächemäßig. Sieht man es da, ne? Von abgefallenen Blättern. Das muss alles gemacht werden. Es wird, es wird. So, unser Balkon ist weitestgehend winterfest. Also wir haben jetzt hier mal die Blümchen, die ich gepflanzt habe gestern noch beim Dunkeln, einmal in Blau, blaues Heidekraut, blauer Silbertraut, also Glitzerblau. Das hier kommt vor die Tür, wenn die Kürbisse weg sind. Und da kommen quasi so Weihnachtsstäbe rein. Dann hier pinkes Heidekraut, blaues Heidekraut, da hinten wieder mit Silber. Die Myrrhe habe ich ja gesagt, die lasse ich. Der Rest ist weg, wie ihr sehen könnt. Hier nur noch die Figuren. Hier unten haben wir noch die Figuren, aber die tue ich vom Boden weg. Hier die Kürbisse, Mickey und Minnie. Also alles ziemlich leer jetzt und dann kann es weihnachtlich werden. Ich hole gleich mal den Tannenbaum, den Lichtertannenbaum raus. So, ich habe den jetzt einfach mal provisorisch hier hingestellt. Da kommt dann noch ein bisschen mehr Weihnachtsbeleuchtung und da hinten steht noch der Müll. Der wird dann noch weggefahren natürlich. Und ja, hier ist der Corgi at home. Wir haben überall diese Käfer. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber die sind irgendwie immer hier. Genau, das war das Thema Balkönchen. So. Mich hat es ein bisschen erwischt. Die letzte Nacht hatte ich auch schon so ein bisschen Schüttelfrost. Bin nicht ganz auf der Höhe. Wahrscheinlich habe ich mir einen Zug geholt oder irgendwas. Auf alle Fälle, nehmen wir euch jetzt mit. Schnitzen, Kürbisschnitzen. Ja, let's go. Eigentlich haben wir da nichts Besonderes vorbereitet. Wir haben ein bisschen Schnitzwerkzeug, aber alles andere dann hier im Video. Eine Birne. Was Lightning? Was soll ich machen? Überall das Licht aus. In La Cugina.